Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Und hier ist gerade total still. Jetzt nicht mehr. Es war gerade total still. Ich dachte schon, meine Aufnahme geht gar nicht vom Ton her. Rüssi war gerade, ich habe jetzt mal ein bisschen beobachtet. Rüssi war gerade traurig. Jetzt ist er glücklich. Ich glaube, du musst dem tatsächlich nur, ich sehe keine, ich weiß nicht wann, in welchem Zeitabstand, du musst den tatsächlich ab und an Pilzbrei hinlegen. Also es reicht nicht, wenn du ihn hier reinlegst. Du musst es tatsächlich irgendwann mal hinlegen. Und wenn du den, ich weiß noch nicht, was es für einen Unterschied macht, ob er jetzt hier frei rumläuft oder ich ihn hier zuweise. Weil hier sehe ich halt seine ganzen Daten, ne? Und da stand er eben traurig. Deswegen habe ich es dann gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das einen Unterschied macht, weil wenn er in diesem Haus zugewiesen ist, kann ich nicht nice sein Inventar gucken. Ich stelle den jetzt einfach mal noch im Pilzbrei hin. Weiß auch nämlich gerade nicht, wenn ich zu viel hinstelle, ob der dann despawnt. Stell den da jetzt einfach nochmal hin. Aha. Das war ein Herzchen, da hast du es gesehen. Ich stelle den einfach ein paar hin. Stell dem einfach ein paar hin. Ich meine, wir haben ja. Es ist ja nicht so, dass wir. Ich wollte heute eben ein bisschen bauen, beziehungsweise mal gucken, wie weit wir kommen. Hör mal. Alles für dich. Hoffentlich kommen keine Fremden. Ne, die kommen ja gar nicht. Fremde kommen eigentlich gar nicht rein. Jetzt ist er in sein Haus. Wahrscheinlich, weil Nacht ist, oder wie? Weiß es nicht. Bist du noch glücklich? Nee. Hä, wieso bist du? Ich verstehe es noch nicht so ganz, aber ist okay. Wir schlafen jetzt mal. Und wir gehen mal in die andere Ansicht, sonst werde ich sonst werde ich noch wahnsinnig. Darf ich kurz mal gucken? Wolfengang? Der war vorhin da. Scheint weg zu sein. Ich wollte gerne heute. Wollte gerne heute. Die fehlenden Stämme hier reinstecken. Ich habe das jetzt ein bisschen weitergemacht. Von hier an soll dann die Burg kommen. Da wollte ich dann solche Pillar, wie hier sind, wollte ich dann, wenn ich es weiter rausgezogen habe, hier wahrscheinlich hier hinmachen. Und hier drüben geht dann keiner hin, vermutlich. Also hier ganz weit drüben. Da kann man zwar dann, ich weiß nicht, ob ich dann den Pillar runter machen kann und ob er dann nur in ein Wasser hängt. Oder ob ich da keinen hinmachen kann, das muss ich mal gucken, keine Ahnung. Aber es hält ja auch so, glaube ich. Darf ich dann auf jeden Fall die Burg anfangen und hier eben dann noch. Schaut bitte nicht, wie krumm das ist. Das ist ein. Das ist. Deswegen habe ich die auch so schief hingesetzt, weil ich kriege diese Dinger nicht gerade hin. Ich kann es nicht. Geht nicht. Da bin ich zu blöd für. Selbst wenn ich es hinsetze und ich laufe rückwärts, sind die schief. Das ist furchtbar. Auf jeden Fall wollte ich hier dann noch eben diese ganze Fläche nutzen für diesen Pilzwald, wie ich ihn genannt habe. Und dafür jetzt eben noch Stämme. Und die möchte ich jetzt gerne holen. Und ich glaube, das ist noch nicht nachgewachsen. Nein, ist es nicht. Da müssen wir da oben hin. Hier hinten sind zwar welche, aber da sind auch Spinnies und die möchte ich jetzt. Wenn man sie nur unbedingt treffen muss, dann möchte ich das eigentlich vermeiden. Da sind immer zwei, drei, vier Radnetzspinnen. Wahrscheinlich kommt hier irgendwann mal die Wolfsspinne um die Ecken. Warten drauf. Warten nur drauf, bis die irgendwann mal ein Hallo sagt. Da oben, wo die immer rauskommen, ist ja auch ein Stängel.
aber ich wollte das kleine Zeug da jetzt halt heute mal zusammen machen, weil wir ja sowieso immer. Hallo? Hast du Hallo gesagt? Das finde ich aber nett von dir. Ich möchte nicht meinen Rücken zu drehen, Hilfe. Ja, alles gut. Ich baue ja sonst meistens in der Folge vorher, beziehungsweise halt zwischen den Folgen immer. Und dann dachte ich mir, sowas Kleines kann man jetzt schnell nochmal zusammen machen. Gehört ja auch irgendwie mit dazu. Da war die Spinne. Ich weiß nicht, ob die nachts schläft. Kann ich leider nie gucken, weil nachts sind immer die normalen Wolfgangs unterwegs. Nein. Bist du in den Boden gebackt? Hallo? Oh. Eine bist du. Ja. Du bist glücklich, Rüsselkäferfreund. Hast du schon was gegessen von deinem Pilzbrei? Nö. Nee, lass den jetzt mal da. Also ich habe ein bisschen. Ich finde es ja gut, dass wir das zugemacht haben. Da wackelt was. Ist das ein... Guck mal, wer da reinschaut. Und guck mal, wer da guckt. Binne, du kannst dich mit dem Ding da anlegen. Guck mal. Legen die beiden sich miteinander an? Ich meine, normalerweise ja. Ich weiß nicht, ob sie den sieht, wenn der hier durchbackt. Der ist halt so weit weg. Sieht er mich? Sieht er mich? Ich weiß nicht, ob der mich sieht. Die macht aber auch nichts. Schön, der gerade guckt. Doch, der sieht mich. Jupp. Ciao. Ich meine, ich brauche den gerade nicht. Mich hat es nur interessiert. Aber die machen jetzt nichts, ne? Manchmal greifen die sich an. Ich glaube aber, das ist wahrscheinlich eher, wenn der seinen Duft da loslässt und die Spinne denkt dann, das geht gegen sie. Und dann macht sie natürlich auch. Ich glaube, das ist eher ein Missverständnis. Hallo, Spinne. Alles gut. Oh, warte mal, ich kann gerade nicht. Zu wenig. Ein bisschen Respekt muss schon dabei sein. Und dann ist sie nicht da. Frag mich ja, ob wir unseren Rüssi sag ich schon, ob wir unseren Klausi noch irgendwann mal wiedersehen. Oder ob er schon gefressen wurde von irgendwas. Und die nächste Frage, die ich habe, ist... wo ist denn der vierte hin? Es waren doch vier, oder? Ja. Ich dachte, es waren vier. Bist du rausgekommen? Die nächste Frage ist, die ich mir stelle... Wenn man nicht vorsichtig genug ist, dann kann es ja sein, dass man... seine Haustiere selber tötet oder dass sie in die Spikes laufen oder so. Das geht ja auch. Wenn die einen Hut aufhaben, sterben die dann mit Hut? Fragen? Über Fragen. Wollen wir in die vielleicht schon mal was reinmachen? Ich habe ja, glaube ich, keine roten mehr. Ich muss kurz mal... Ach nee, rote gibt es ja da hinten auch, ne? Warte. Dann lass uns noch mal kurz runtergehen. Bist du mein Klausi? Nee, du bist kein Klausi. Du bist kein Klausi. Klausi, Lausi. Da ist aber jetzt die Wanze.
Low again. Hallo. Das ist der Baumstamm, ja, ne? Wo sind die jetzt hin zum Schlafen? Normalerweise hört man die doch schnarchen. Hört die schon irgendwo. Solange mich die Spinne in Ruhe lasse, ist alles in Ordnung. Ja, ich höre dich schon. Ich hoffe, die kommt nicht hierher. Nehmen wir die drei auch mit. Sehe ich nichts mehr? Und es waren viele Brocken. Warte mal, hier war doch gerade so ein Stängel. Ist sogar eine Puste dran. Glaube ich. Wir könnten uns ja mal einen Vorrat von Pusteblumen auch machen, ne? Aber... War's das schon? Warst du keine Puste? Du warst keine Puste. Wieso sind es jetzt schon wieder nur 6? Wo bist denn du hin? Schläft denn der? Stimmt, genau da, wo es jetzt hinfällt. Hinten macht's was. Da schläft er. Ich bin weg, ciao. Ich meine, ich würde ihn kriegen mit Pfeilen und so, ne? Aber ich habe jetzt keine Lust. Ich möchte jetzt bauen. Gerade. Ich habe jetzt Lust zu bauen. Ich möchte nicht kämpfen. Jetzt nicht. Wenn es gerade nicht unbedingt sein muss, möchte ich jetzt nicht kämpfen. Ich weiß gar nicht, in welchem Zyklus das da hier nachwächst. Also jetzt ist es schon 2 Tage weg, der da hier unten. Und der da hier. Weil der gibt immer sehr viel, der da hier. Der ist jetzt schon 2 Tage weg. Hast du gegessen? Ja, ein bisschen hat er gegessen. Eine ist weg. Nein, wir können es ja nochmal mit einem Klausi versuchen. Und es wird halt dann ein zweiter Klausi. Wachstumszelle. Und da können wir dann gespoiltes Ding, wenn es zu langsam wachsen würde, reinmachen, ne? Könnte. Oh, bist ein braver Russi und glücklich. Meinst du, wir sollten noch mal? Warte mal, ich bin mal kurz. So, ich schau gerade noch mal. Ich weiß nicht, ob zufällig irgendwie so ein Lausi da ist. Du bist da. Wenn nicht, können wir halt einfach mal hier... Warte mal. Ein Menü hinstellen. Das ist doch mit Sicherheit so ein Ding, oder? Mit Sicherheit... Oh, jetzt habe ich einen Trank gesoffen. Darf ich den kurz mal da unten von der Leiste wegnehmen? Das ist doch mit Sicherheit so eine Larve. Na guck. Wusste ich's doch. Sind doch diese hinterhältigen Ommel. Ich habe deine Brüder und Schwestern getroffen da oben beim Dings, weißt schon. Wie heißt das? Beim Holzdingsen. Holzkohleofen. Lässt du? Hallo? Rüssi, ich habe dein Leben gerettet.
Dafür mache ich sogar meine Keule stumpf. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Baumstämme. Oh Gott, Bianca. Ja, da bist du. Hallo? Du musst schon zu mir kommen, wenn du was willst, weil hier ist es ein bisschen gefährlich. Hier würde ich dir nicht empfehlen zu sein. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Ist der jetzt noch da, wo er vorhin war? Das ist eine Lampe. Alles in die Larven. Aus euch wird mal nichts Schönes. Hinten gibt es Marienkäfer. Oh, oh, oh. Hier kam viel raus. Oh, ho, ho, ho. Kann es sein, dass es... Ja, stimmt. Wir haben noch keinen. Oh, wie heißen die? Ich hab's vergessen. Lady. Nee, die heißt nichts mit Lady. Wie heißt die im Spiel? Ich hab's vergessen. Es gibt doch diese schwarzen... Ich sag, Marienkäfer mit roten Punkten. Glaube ich. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Wenn sie schon drin sind im Spiel. Ich glaube, die sollten reinkommen, ne? Was kannst du mal gerne hier rein verwursten? Da habe ich keine gerade. So, und hier kannst du gerne noch sowas reinmachen. Wächst es schon? Sieht man schon was? Oh, ich hab's gehört. Wie weit man einfach runterplumpst. Wartest du mal kurz? Moment. Warten Sie. Ich bin nicht so schnell. Tut mir leid. Tut mir leid. Bip, bip. Die kommen hier hoch. So. Nase juckt. So. Pass mal auf. Geht's dir gut? Mach mal einen Speer weg. Geht's dir gut? Ja. Dir geht's gut, ne? Hast du schon was gegessen? Nee, der hat immer noch vier. Warte mal, ich setze dir mal wieder schön hin, weil du immer drüber läufst. Ach, ich hab's in der Hand. Ich hätte es auch so fallen lassen können, aber dann fällt es, glaube ich, nicht so schön. Hat da schon irgendjemand was gegessen? Boah, ist der viel. Kam da schon die Meldung, dass der unser Ding ist? Nee, ne? Muss der so viel essen? I don't. Den habe ich wieder gemacht. Das war ein zweiter Helm. Auf Reserve. Hallo? Der wackelt mit dem Bobbes. Hallo? Du bist noch nett, ne? Kann dir aber gerne noch was hinlegen. Hoppala, jetzt habe ich... Wollte nicht in die Ansicht. Ich leg dir mal noch was hin. Wenn du magst, kannst du gerne noch mal... Wie die Blätter mal aufploppen. Kannst du gerne... noch was essen, wenn du magst. Der hat einen Helm auf. Nee, es ist nicht unsere. Du bist nicht Klaus. Gerade, wo noch Stängel? Hier waren die Stängel. Ich meine, das können wir ja jetzt halt schnell da hinten in die Dinger stopfen. Da bräuchte ich dann noch Klee dafür. Hier ist der hingerollert. Hier ist einer. Vinny? Was gibt's zu gucken? Reich dich mal hier durch. Da durch. Ja.
Voll süß. Wir haben auch hier gerade keine Spinny. Ich habe nur noch 6 Blätter. Bei dem 4-blättrigen Kleeblatt waren wir auch noch nicht. Könnten wir auch noch hingehen. Jetzt habe ich die Dinger mit reinkauen. Warten Sie mal. So. Weg. Ich kann leider dann nicht die Kamera drehen, wenn der tätschelt. Das ist schade. Hier mache ich mal kurz die Kleeblätter weg. Im Heimweg können wir dann diesen einen da mitnehmen. Hier laufen überall Läuse rum. Lausi, Lausi. Der liegt, glaube ich, genau da, wo ich gefällt habe vorhin. Der liegt, glaube ich, genau da. Ameise? Das ist mein Rüssel. Lass ihn gehen. Nein, das ist mein Rüssel. Hör auf damit. Er gehört nicht dir. Ich mag diesen Boden. Der geht auch voll einfach. Da kann ich nicht mehr. Ich habe keine Klee. Ich habe schon wieder keine Kleeblätter mehr. Kann ich denn? Hallo? Bist du noch happy, if you're happy and you know it? Die hat rote Augen. Die sieht den. Das weiß ich schon. Sind es schon 2 Stück? Ach, von mir aus ist es doch. Der ist ja eh nicht teuer. So, jetzt will ich aber mal gucken, ob ich kurz mal hier vorne raus kann, bevor die... Was war denn das denn? Habt ihr das auch gesehen? War das grün? Das sah aus wie so Neongrün. Oder war es einfach nur die Sonne? Was war das? Denn? Hi. War das eine Spinne? Ja, ich weiß schon. Boah, ich häng. Hallo? Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr, voll oder hängen und schlagen. Ich gucke gerade immer hoch, deswegen stehe ich hier gerade so komisch, weil ich echt nicht weiß, was ich da jetzt gesehen habe.
Ich hätte irgendwas. Hätte irgendwas Neongrünes gesehen. Kann aber eigentlich gar nicht sein. Und dann war es ja irgendwie Reflexion oder Sonne oder so. Wir haben ja hier keine grüne Spinne. Ich muss noch mal das Video angucken. Ja, ja. Ich habe ja was dabei. Lass mich gerade nur mal paranoid sein. Was willst denn du hier bei mir drin? Rennt nur hier paranoid rum. Das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte das da. Ich dachte gerade, hä, warum geht das noch? Warte mal, das kannst du eigentlich auch gleich mit reinlegen. Der Koi war gerade nah bei mir. Den hast du jetzt voll laut gehört? So, da haben wir wieder ein bisschen Pilzi. Wo ist die Feder da? Mach mal nicht. Mach mal nicht. Da haben wir echt voll viele von den Drüsen. Eine Kaulquappe habe ich noch. Die kannst du da hinhängen. Wir haben wahrscheinlich alles durcheinander gefressen. Ja. Das ist das Ding, wenn mehrere fressen. Oh, ich muss da auch diese. Oh Gott. Das ist das Ding, wenn mehrere fressen. Dann nimmst du gar keine. Ich wollte hier noch was reinmachen. Der Koi ist nah. Man hört ihn richtig, wie der rum schwimmt. Nicht cool. Ist das schon was? Ich bin ja immer. Ich weiß nicht, ob ich dafür wirklich einen Dünger. Ein grüner Daumenchance. Kann man da was leveln? 72 Stunden. Warte mal, ich will kurz mal testen. Wie viel von diesem Futter haben wir denn? 10. Warte mal. Für jedes gibt es dann. Aber das da verringert sich nicht die Wachstumszeit. Nur ein grüner Daumenchance. Ich mach das mal bei dem da rein. Hier und da ist gar kein grüner Daumen. Ah, wenn man das rein tut, verringert sich die Wachstumszeit. Und wenn du das da rein tust, verringert sich nicht die Wachstumszeit, aber grüner Daumenchance. Ach. Da mal zwei. Obwohl, die brauche ich für die Dinge. Nee, die mache ich nicht rein. Lass es jetzt nochmal draußen und mach das nur bei dem ersten Beet mal rein. Aber da können wir dann hinten eigentlich viel farmen. Weil die Spoil-Dinger brauche ich zum Beete bauen. Wie spät haben wir denn? Wachen wir jetzt wieder auf, wenn es noch düster? Ja, es geht, ne? Aber die Fackeln sind an, das ist schön. Kann ich das da auch noch anmachen? Es ist wenigstens ein kleines bisschen hell hier. Dann lege ich das mal kurz wieder hier rein. Kannst du bei mir behalten? Das habe ich schon mal mitgenommen in mein Inventar, wenn wir wieder hinten hingehen zum Müll. Ich würde vorschlagen, wir bauen uns da hinten dann ein paar Kisten hin.
Nein, nicht. Ach, das passiert mir so oft. Gott sei Dank bin ich noch nicht so stark, dass es mit einem One-Hit weg ist. Nein, nicht reparieren. Du sollst zwar reparieren, aber nicht das. Das passiert mir so oft. Glaubt mir kein Mensch. Das ist furchtbar. Wenn man so viele Spiele durcheinander spielt, dann in jedem Spiel ist es irgendwie anders. Siehst du? Ich glaube, ich sollte immer meinen Reparaturhammer dabei haben. Sollte immer meinen Reparaturhammer dabei haben. Geh doch einfach mit E rein. Was ist denn so schwer, um da jetzt halt mit E reinzugehen? War der Ofen, ne? Mit E. Mit E. Ich schlage. Oh Mann, ey. Unglaublich. Wo ist denn eigentlich unser kleiner Dorf? Da vorne ist er. Ja, pat pat. Oh, ist das süß. Warte mal, ich wollte hier noch einen Schluck. Weißt du was? Bin ich noch unterwegs? Nee. Trink mal da einen Schluck. Der steht noch da, ne? Oder? Bist du hin? Da hinten ist er. Die haben echt so eine lange Reichweite, aber noch sieht man nichts, ne? Bereit zum Pflanzen. Ach, ich muss ja auch noch pflanzen. Pardon. Und du kannst es dann auch wieder zerstören? Aber bekommt man dann wieder was? Hm. Kann man die dahin versetzen? Kann man ja. Warte. Nur ich weiß jetzt nicht, sag mal, diese Schnur ist. Am besten, wir setzen es gleich irgendwie schief. Dann kann keiner meckern, dass es schief ist. Ich glaube, die Einzige, die meckert, werde ich sein. Ich hätte die Kleinen in die Mitte machen sollen, ne? Ich hätte die Kleinen in die Mitte machen sollen. Weil die werden ja höher. Ich weiß nicht, wie das ist mit denen hier. Wenn die wirklich so breit werden, sag ich mal, dann dürfte ich hier keinen mehr hinstellen, sondern müsste erst hier einen hinstellen. Weil sonst gehen die ja ineinander. Also die da, weiß ich nicht, eventuell lasse ich die da hier auch stehen. Weil die brauche ich. Ich pflanze die hier. Und die hier eigentlich nur, damit es schön aussieht und dass man die hat. Weil, ganz ehrlich, vom Ding her lohnt sich's mehr, wenn ich diese roten habe. Die roten lohnen sich einfach mehr. Das ist so. Eventuell mache ich da irgendwann später nochmal irgendwo welche hin. Das kann ich ja ernten. Nur mein Bedenken ist halt, wenn ich ernte, warte mal kurz. Ja, ja, es geht. Hier geht's. Nur bei denen hier, weiß ich nicht, bei denen da, ich meine, die da lasse ich ja vermutlich stehen, bei dem hier, ob das nicht hier runterfällt, aber ich glaube, das kann ich dann schon wieder aufheben. Na, das Ding. Ich glaube, ich mache noch ein paar rote irgendwo hin. Mal gucken, wie es dann später aussieht.
Mal gucken, wie es dann später aussieht. Dann, wenn ich so drüber nachdenke. Oh, sieht es schön aus mit der Sonne. Und hier ist es voll schön, dass man jetzt halt hier so hoch kann, ne? Das ist geil. Oh, hallo. Ach, das habe ich wahrscheinlich gesehen. Habt ihr das gerade? Kommen die nochmal? Katso, da war doch irgendwas, was Grünes. Kommt sie gerade nochmal? Kommt sie natürlich nimmer. Da war aber irgendwas mal. Kann ich auch schalten, so, ne? Da hat irgendwas. Entweder war das ihr Stinkizeug. Aber das sieht doch schon okay aus, oder? Ich meine, hier fehlt noch ein Dach. Das ist okay. Aber wenn wir hier dann so weiterbauen, so eine kleine. So ein kleiner Turm oder so. Ich sag halt immer Burg, aber. Ich weiß auch nicht, ob es eine Burg wird. Ich muss erstmal gucken, wie ich mit den Bauteilen klarkomme. Ich finde gerade, seht ihr diese Dinger da unten? Wie die gerade so schimmern? Das ist freaky. Kommt jetzt nochmal? Ich wollte das jetzt nochmal sehen. Binne, du kommst doch sonst immer, wenn man dich nicht braucht. Jetzt möchte ich dich mal angucken. Vor allem, wie viele Spinnen werden denn das? Bleibt es nur die und spawnen die immer wieder nach? Da kommen da irgendwann mehrere. Ich mag sie nicht mehr. Wenn ich jetzt runtergehe, kommt sie. Sicherheit. Aber hier ist ein guter Ausguck. Muss sagen, gefällt mir. Haben wir gut gebaut. Obwohl, wir haben das ja nicht gebaut. Auf jeden Fall war da was. Na, 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 na. Kommt echt nimmer. Dann schauen wir sie uns irgendwann später nochmal an. Wollt ihr nur noch mal angucken wegen dem Grün? Okay. Ich gehe dann. Bin dann weg. Okay. Ah, hi. Hab ich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, entweder brauchen die mehr oder. Schau mal, die hat das ganze Ding gefuttert bis auf das. Und ist noch nicht gedingst, ne? Bleib bei meinen Rüssi-Käfli. Die sind viel, wie sagt man, lieber und mögen mich auch glücklich. Ich finde nur Persönlichkeit zerstreut, das ist so passend. Das ist so schön. Aber der hat wieder, wie viel waren da? Waren da vier da oder waren da fünf? Nee, vier, ne? Er hat noch keins weitergessen. Und du wohnst ja noch hier, ne? Ja, und du wohnst noch hier. Kann ich hier dann auch schon mal was zwischenlagern? Nee. Ich hätte gerne den Hut schon mal. Kannst auch gerne ins Feuer rennen. Bleib einfach hier. Bleib einfach hier. Alles gut. Wenn du magst, kannst du gerne hier bleiben. Hier wollte ich es reinmachen. So. Ja, und dann wären wir eigentlich schon bereit. Guckst du mal in die Werkstatt? Ja? Was braucht ihr eigentlich noch? Sprösslinge habt ihr gebraucht. Stimmt, da hatten Sprösslinge gefehlt. Die hatte ich nicht einmal mehr für Smoothies. Musste ich erst wieder pflücken. Ich könnte ja auch mal. Wow. Also ich weiß ja noch. Lass mich kurz mal gucken. Eine gesamte Rüstung habe ich hier nicht mehr. Ich weiß aber noch, es gibt. Warte mal, hier ist die Marienkäfer. Ich hänge jetzt da zum Teil hier, weil ich hier unterwegs war. Die kannst du jetzt mal kurz wechseln. Also hier hängen normalerweise Marienkäfer. Zwei Teile habe ich noch an. Das ist die schwarze Ameisen.
Das sind die, wie der guckt, seht ihr das gerade? Der Mund, jetzt nicht mehr, verdammt, der Mund ging gerade so komisch. Oh. Diese Hasselbein, Dingsies. Und die haben Blockbetäubung. Und dann weiß ich noch, dass es die, können wir die schon machen? Kam die mit einem Hirnschmalz oder? Ja. Ameisenlöwen. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Rüstung. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Rüstung. Die brauchen Seidenseile und Kochdrüsen. Also der Hut und braucht eine Kochdrüse. Ansonsten diese Löwenteile. Löwenteile, Zangen, Seidenseil. Löwenteil, Löwenzangen, Bienenpelz. Okay. Zange, Teil, Seidenseil. Okay. Termiten. Ich weiß gar nicht, mit was fangen wir denn zuerst an? Termiten sind ja hinterm Kohlegrill. Ich würde sagen, wir machen das, wo uns die Quests hinschicken. Und die schicken uns ja jetzt erstmal da danach in einen Sandkasten. Das heißt, wir gehen dann in der nächsten Folge. Ich habe irgendwie. Warte mal kurz. Moment. Ich muss mal mehr. Wir gehen in der nächsten Folge, glaube ich, nochmal zum Müll. Und da farmen wir ein bisschen. Weil, warte mal kurz, herstellen, Dings. Weil da gibt es nämlich diese. Die gibt es, glaube ich, im Sandkasten auch. In diesen Höhlen, wo immer diese Dinger davor sitzen. Diese Ameisen. Ameisen. Diese, oh nee, wie hießen die? Ich habe schon wieder vergessen, diese Löwendinger da, wo ich gerade vorgelesen habe. Und da sind, glaube ich, dahinter Höhlen. Aber die gibt's auch, jetzt ist wieder hochgescrollt, in dem Müllgebiet hier, würziges Stück. Und ich glaube, wenn wir das da zu uns nehmen, bekommen wir die Mutation, damit wir, das ist. Oder war das die? Ich meine, die hat ja auch Feuerresistenz und Brutzelschutz. Die ist auch schon sehr gut. Aber es könnte sein, dass es die vielleicht auch noch mit ist. Da bin ich mir jetzt sicher. Aber da gucken wir einfach mal, wenn ich ein paar esse. Da würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge nochmal in einen Müll. Und da könnten wir ja. Wir könnten ja so einen kleinen Sneak Peek in den Sandkasten machen. Nicht über die Leine, obwohl über die Leine wird er auch. Da steht man ja oben drauf, ne? Könnte man auch machen. Ich hätte eher vom Hügel aus. Schauen wir einfach mal, wie wir es machen. Vielleicht machen wir auch beides. Wäre auch nicht schlecht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich so sehr in einen Sandkasten, obwohl ich weiß, dass es sau hart wird wahrscheinlich und dass wir sterben werden. Vermutlich. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Dann würde ich sagen, was das für diese Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir haben heute zwar nur gebaut, aber es musste ja auch mal sein. Jetzt stehen zumindest ein paar Beete, dass ich noch ein bisschen farmen kann und ein bisschen. Sieht man den hier, ne? Ein bisschen vorproduzieren kann fürs Bauen. Weil ich möchte erst ein paar Ziegel haben, bevor ich das Bauen anfange, weil sonst sind sie gleich weg und man sieht eigentlich noch fast gar nichts. Das mache ich immer so nach und nach nebenher. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder mit der neuen Folge. Beim Müll.
Eventuell laufe ich schon drin, da muss ich mal gucken, weil wir haben halt immer diese langen Wege noch. Da müssen wir mal gucken, wie wir es irgendwie hinkriegen, ob wir es hinkriegen, dass wir da vielleicht irgendwas spannen können dann. Da müsste ich vielleicht bei mir hier einen Turm machen. Einen hohen, 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 hohen Turm. Damit wir da runterkommen. Muss ich mal gucken. Aber noch haben wir diese langen Wege. Mal gucken, wo ich euch abhole. Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank für die Kommentare und für die Likes. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Er ist nachgewachsen. Den werde ich wahrscheinlich gleich nochmal fällen. Damit ich. Du kannst eigentlich gleich noch einen Schluck nehmen. Den werde ich wahrscheinlich gleich nochmal fällen, damit wir dann auch wieder Vorrat haben. Wir haben ja hier so zwei Lager, Stängellager. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Also dann, macht es gut, mein Lieben, und bis morgen. Ciao.